neues Paket von Amazon bekommen. Aber das ist zum Beispiel eine Alternative. Aber es hat trotzdem was damit zu tun. Nee, nee. Mein Bruder hat mir das empfohlen. Einfach immer, wenn man eine Schallplatte kauft, ein paar Folien zu kaufen. Das hat auch einen Sinn und einen guten Grund. Sowas hat ja Wert. Und wenn die von außen kaputt gehen durch immer wieder in den Schrank stecken oder so, naja, logisch, verlieren die natürlich an Wert. Deswegen hat mein Bruder sein komplettes Regal, weiß ich nicht, hunderte Schallplatten, alle in Folie. So kommst du nämlich immer noch dran. Es passiert mit der Hülle aber nichts mehr. Hier ist ganz kurz Lukas aus dem Off. Ich wusste nicht so genau, wie ich das anfangen soll, aber Andys Auto ist ja wieder da. Und dann habe ich mir gedacht, dass wir einfach einen kleinen Carporn drehen. Und das Ergebnis davon zeige ich euch jetzt. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ich sowas öfter machen soll, sagt mir das doch einfach mal. Ja, und los. Also ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Vielleicht gefällt es euch ja. Wie gesagt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, bitte. Anni und ich sind danach dann nochmal ins Studio gefahren, weil, wie ihr gesehen habt, sind da ein paar Nachtszenen bei und da ist halt ein bisschen Zeit zwischen vergangen. Im Studio haben wir dann noch ein bisschen verkabelt. Davon zeige ich euch auf jeden Fall auch noch ein paar Ausschnitte. Und ja, jetzt wieder zurück zum normalen Vlog. Und bis dann. Ich habe einen Toten zu vermelden. Ja. Gucken, ob ich das mit Sekundenkleber wieder gefixt bekomme. Wie lange verkabeln wir jetzt schon? 3 Stunden? Ja, mehr. So um, schon die ganze Zeit? So um 19:30 sind wir hier wieder angekommen. Die haben ab 19:30 sind wir losgefahren. Sagen wir mal, um 8 Uhr waren wir hier. Ja, fast 4 Stunden, etwas mehr. Länger als 19:30 wieder hier. Um 19:30 beim Auto das letzte Mal auf die Uhr geschaut. Da hast du gesagt, boah, schon 19:30. Ich hab ein Auto, das war auch hier. Echt? Na ja. Zu lange. Und was funktioniert? Andere Sachen auf einmal nicht. Ja, vieles funktioniert. Längst nicht alles. Ja, kein Bock mehr auf Verkabeln, aber meine Linse ist dreckig, Alter. Das ist geil. Immer Bock. Ja, meinst du? Mache ich jetzt die nächsten 8 eigentlich auch? Ist auch, geht auch Kanal 8 nicht. Nee. Meinst du bei der 15? Nee, 16. Liegt da ein extra Kabel oder wie? Lass mal die 15 laufen und ich steck mal die 14 in die 15. Wenn dann die 15 immer noch nicht geht, dann... Na gut, ich muss hier Stopp machen. Weil Musik, Copyright und so. Also. Tschö. Los. Der Moment, wenn man 17 Kabel aussteckt, aber nur 3 wieder ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir testen also weiter. Am Ende des Tages Ende des Tages wird schon schwierig, das sind noch 3 Minuten. Aber am Ende hoffen wir, 32 Kanäle zu haben.
Wie viele Versuche habe ich eigentlich, das hinterrisch rum einzustecken? Weiß ich nicht, wie viele Versuche wir zu haben. Das war nicht die Antwort, die du hören wolltest, oder? Hey, warum ist denn jetzt die 6 in der 15? Du musst die 7 rein. Ich habe keine 7. Ach so, das hier ist eine 7. Hä, aber die 7 war doch da gerade. Ja. Boah, hier stimmt gleich nichts mehr. 1 bis 7 ist 9 ja, bis... Ja, mach... Was eine Scheiße. Und viel zu dunkel alles. So, ja, muss ich mal wieder rumfahren. Aber diesmal waren wenigstens keine zu großen Lücken dazwischen. Das heißt, so langsam lernen die auch wieder parken. Aber pff, katastrophal wirklich bei uns vor der Haustür. Ja, wir haben 3:15. Ja, ich hoffe, das, was ich mit Andis Auto gemacht habe, gefällt. Ich weiß selbst noch nicht, wie das Ergebnis ist. Aber das wird schon gut sein. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Oder bin jetzt fast zu Hause, parke. Und dann geht's los. Gerade an 3 Polizisten vorbeigefahren, die doof geguckt haben, dass ich eine Kamera in der Hand habe. Aber ist kein Handy. Alles legal. Stick to it, sag ich mal. Wenn die jetzt hinterherkommen, soll ich nicht mehr machen. Aber wird nicht passieren. Da war ein Hase. ja, ich packe jetzt. Ich sag gute Nacht. Ich bin echt am Arsch. Und dann bis morgen. Ciao.